Schauen wir mal, was es Neues hier gibt. Geräuschlos gibt es auch immer noch. Stirb schnell. Hat nur 4 Sterne. Sag die Wahrheit, Baby. Die Bedrohung, ja, den haben wir schon. Sag mal, gibt es denn da gar nichts Besseres? Kein 6 Sterne Film. Schade. Die älteren sind nämlich bestenfalls 3 Sterne Filme. Deswegen schaue ich immer ganz gern bei den neuen, um was fürs Kino 1 und 2 zu bekommen. Und dann erst die weitere Folge bei den anderen. Ja, müssen wir uns fast mit einem 4-Sterne-Film begnügen. Oder habe ich gerade einen 5-Sterne-Film übersehen? Bedrohung haben wir schon. Ja. Nehmen wir Stirb schnell, das ist witzig. Auch hier ändert sich wieder die Musik, je nachdem welches Genre man auswählt. Das ist auch wieder ganz, ganz gut gemacht. Biografie haben wir. Zeige ich auch relativ selten. Oh, da gibt es auch schlechte Filme. Besuchererwartung 0 von Anfang an. Wir brauchen einen 3-Sterne-Film. E.T. Nehmen wir uns den. Eventuell noch ein 2-Sterne-Film. Da gibt es ein paar James Bond. Die nehme ich immer ganz gerne. Zum Beispiel Im Angesicht des Todes. Passt, wir haben wieder 5 Filme. Nebenbei schaue ich mal, was die Filmagentur sagt. Wollt ihr schon? Grummel. Nur mein Interesse halber, wenn ich hier draufklicke auf Drehstart, sagt er, haben Sie Filmtitel, Filmgenre und Epoche schon bestimmt. Ja, Filmtitel. Was hatten wir? Fressen. Bis zum Morgen. Bis zum Saloon würde ich vorschlagen. Drehstart. Ein Regisseur, ein Hauptdarsteller und ein Kamerateam. Ja, okay. Wenn das Kamerateam nicht möchte, kriegt man dann Mitleidsrabatt. So, stellen wir mal die Filme ein. Die laufen jetzt wieder ein bisschen schön, also bringen wieder ein bisschen Geld. Kalt wie Eis hat nur noch 3 Sterne. Den setzt man da rein. Stirb schnell. Wobei E.T. sogar wahrscheinlich besser läuft. Kalt wie Eis und hier James Bond. Lassen wir den mal wieder unsere 8 Wochen laufen. So, passt. Vorstellung zur Zeit. Es ist noch früh. Okay. Schauen wir mal, wie es losgeht am Freitag. Schon ziemlich voll wahrscheinlich. Samstag dann. Ja, sehr schön. Die Bedrohung, ja, es ist kein 6-Sterne-Film. Ja, bedrohlich. Bedrohliche 693 Zuseher. In Kino 2 wird schnell gestorben mit 500 Besuchern. Ja, nach Hause telefonieren tun 250 Besucher. Kalt wäre es, 100 Besucher. Und im Angesicht des Todes befinden sich 70 Besucher. So. Ja, und während wir hier warten, möchte ich mich auf jeden Fall mal bedanken bei euch für die ersten 16 Abonnenten.
Das ist nach 2 Tagen wirklich schon eine tolle Leistung. Also wirklich ein großes Dankeschön an euch. Und auch an den Tom.io, der mich durch den Partnerkanal sehr pusht und mich immer wieder mit Tipps versorgt, zum Beispiel Fraps-Logo und ein paar Sachen zur Aufnahmequalität und so. Also wirklich top. Und herzlichen Dank dafür. Zum Spiel an sich. Also Hollywood Pictures, das ist der erste Teil. Der ist 1995 erschienen von Starlight Pictures. Die Entwickler, die hießen Sayonara Software, also von denen habe ich noch nicht wirklich was gehört. Starlight haben ein paar bekannte Sachen gemacht, wie Dime oder Bazooka Zoo. Ja. Dann gab es diesen Nachfolger 2007, der hat mir, Hollywood Pictures 2, der hat mir nicht wirklich gefallen, ich habe ihn noch nicht lange gespielt. Hat sehr viel gleich gemacht, aber also die Motivation war ein bisschen weg. Es war ein bisschen das Flair, was man hier eigentlich hat, total wie ausgewechselt und weg. Ja. Wenn man jetzt zum Beispiel bei Wiki Hollywood Pictures eingibt, kommt man auf World of Cinema. Das ist nicht Hollywood Pictures 3, wie viele annehmen, sondern es ist von Peppy Games ein eigenes Spiel, ein Nachbau, könnte man sagen, von Hollywood Pictures, das viele Dinge gleich macht und ich meine, trotzdem ein an sich gutes Spiel ist. Es ist halt schade, dass es nicht wirklich viel verändert. Ich glaube, da gibt es Bezahlpackages, mit denen man es aufwerten kann. Aber alles in allem gefällt mir einfach der Flair von diesen Hollywood Pictures hier extrem gut. Und der ist unverkennbar und man fühlt sich einfach ein bisschen zurückversetzt in die alte Zeit und es motiviert einfach. Ich hoffe, dass es auch euch gefällt. Bin immer offen für Feedback, für Kommentare, was ich anders machen soll. Ob ihr das auch schon gespielt habt, ob ihr es anders gespielt habt, ob ihr Tipps für mich habt, ob es euch gar nicht gefällt, ob ihr es total klasse findet, ob ich mehr erzählen soll zu den Filmen oder generell über Kinofilme im Allgemeinen, wenn wir auch noch drauf kommen. Ja, würde mich mal interessieren. Oh, 15. Woche eigentlich schon für die Bedrohung. Wahnsinn. Wahnsinn, wie geht's dir denn mit den Sternen? Na, no, ist schon ein bisschen weiter unten. Die sehen alle schon nicht mehr taufrisch aus. E.T. hat ja total verloren. Oh, raus aus dem Kino. Der war, glaube ich, noch mies aus der Bond-Film, kann das sein? Nein, gleich mies. Wahnsinn! Ja gut, die 2 Wochen drücken wir noch rum. Was mich jetzt mal interessieren würde, können wir unseren Film schon starten? Filmstudio? Ach ja, das war Filmagentur, verwechsel ich immer. Amateure, engagieren. Sie haben schon eine Kamera. Ja, okay, passt. Das hat er scheinbar gerade übernommen. Gut. Kostentechnisch. Ja. Schauen wir mal, was da rauskommt. Ins Filmstudio. Und auf Drehstart. So, während der Dreharbeiten sind hier keine Änderungen möglich. Ja, hier sehen wir die Drehtage, 60 in dem Fall. Empfohlen sind 60 und man kann das Ganze erhöhen auf, ja, senken, erhöhen, wie auch immer. Ich würde sagen, es macht keinen Sinn, es zu senken. Erhöhen wir es vielleicht auf 61, sicherheitshalber. Gut. Dann wird man gleich sehen, wird es unserem Kapital ein bisschen schmerzen, wenn wir es jetzt weiterlaufen lassen. Ja,
Das können die Einspielergebnisse nicht kompensieren. Und während den 60 Tagen gibt es auch immer wieder ein paar Zwischenfälle. Ist nicht Muss, das ist halt dann ganz zufällig, meistens um 10 Uhr morgens, warum auch immer. Ja, werden wir wahrscheinlich noch sehen. In 60 Tagen ist ja eine Menge Zeit. Da hat man kurz gesehen, wie das Bild angehalten hat am Sonntag, am ersten Sonntag des Monats. Das ist nämlich die Zeit, um 20 Uhr ist es, zu der die Filmpreisverleihungen steigen. Und dann, wenn man eigene Filme beisteuert, okay, zeigen gerade überhaupt keine Filme mehr, wenn man eigene Filme beisteuert, dann gibt es eben die Chance, dass man auch einen Oscar gewinnt. Manipulation 5 Sterne. Nehmen wir den. Es ist gerade ein bisschen eine Flaute. So. Biografie gibt es da gar keine 3-Sterne-Biografien. Das sieht mir nicht danach aus. Doch hier, Club der Toten Dichter, ah, den kenne ich sogar. Juhu. Das Dschungelbuch, ja, den nehmen wir ja für das 5. Kino. Und da brauchen wir noch einen fürs 4. Science Fiction. Zum Beispiel, ja, nehmen wir den gleich zurück in die Zukunft. Das Ganze wieder in unseren Plan rein. Manipulationen. Das Tor zur Hölle. Club der Toten Dichter. Ins Vierer. Denn zurück in die Zukunft wird, denke ich, stärker sein. Und das Dschungelbuch kommt ins 5. Kino. Passt. Wieder um unsere 8 Wochen. So. Die Abendvorstellung am Freitag bringt wiederum einige Zuseher. Im Kino 1 gibt es Manipulationen. Kino 2, das Tor zur Hölle. Marty, Emmett und der Fluxkompensator, glaube ich, war das, verzaubern 250 Besucher in Kino 3. Kino 4, Club der Toten Dichter. Und probier's mal mit Gemütlichkeit. 70 Leute schauen das Dschungelbuch. Und um Mowgli und Co. Ich schau mal mit einem Auge auf das Kapital. Das ein bisschen hinuntergeht, aber noch nicht wirklich. Schlimm. Mittlerweile ist Juni. Ich schau gleich einmal, wie es unseren Dreharbeiten geht. Ins Filmstudio. Ja, 39 Drehtage gibt es noch. Das heißt, wir haben wirklich in Kürze, wenn da nicht viel dazwischen kommt, unseren ersten Film. Das ist super. Na gut. Dann verabschiede ich mich mal kurz und sage, bis später, man sieht sich, bis dann.